Ich habe einfach nur die beiden gesehen und wusste, das ist das, was ich will, so wisst ihr. Und da habe ich Tränen gelassen, Mann. Da kommt jetzt auch wieder Pipi in die Augen. Das war heftig, Mann. Das war absolut krank, wirklich. Also, Vlog startet. Ich wollte wirklich direkt die Feelings mitnehmen, gerade aus dem Bett gestiegen. Das ist jetzt 3 Uhr oder so. 3.10 Uhr, ich habe die innere Uhr des Todes. Ich habe Wecker um 3.10 Uhr gestellt und um 3.02 Uhr bin ich aufgewacht. Dachte, ich muss gucken. Es geht gleich los, der einzig wahre Ahmed holt mich ab. Das Ganze wird zusammen ablaufen mit Big Baba und Ahmed. Wir lassen uns alle drei die Haare machen. Ja, und jetzt geht's gleich ab in die Türkei. Und ja, ich habe das ja schon gemacht alles. Ne? Diesmal ein zweites Mal. Ich werde euch mitnehmen und seid gespannt auf einen wunderschönen Vlog. Nur kurz, um euch zu sagen, wie es gemacht wird. Direkt vom Flug wird gepackt. Also Leute, die 3 Tage vor mir absagen, weil sie sagen, ich muss noch Koffer packen. Kein Verständnis. Das geht auch innerhalb von 20 Minuten. Auf ganz entspannt. Und ich darf nicht einsteigen, weil ich gerade gefurzt habe. Voll den Riesen-Oschi hast du am Start. Ja, ich hab einen größeren. Das ist bei mir so üblich meistens, das kenne ich nur so. Wie fühlst du dich, Achi? Kaputt. Kaputt? Und du? Ich bin eigentlich fresh, gut aufgestanden, 8 Minuten bevor mein Wecker geklingelt hat. Let's go, Mann. Bester Mann, wir müssen nochmal umdrehen, ich habe meinen Reisepass nicht mit. Ich sag zu Ahmed, oh, ich hoffe, ich habe alles dran gedacht. Er sagt, Hauptsache, du hast Reisepass. Ich habe keinen, ich schwör's dir, keinen Reisepass mit gehabt. Ich hasse Fliegen, ich schwör's euch. Ich bin zwar jetzt auch ein, zwei Mal alleine geflogen, ne? Aber ich bin immer so, wenn ich mit jemandem da bin, ich gebe komplette Verantwortung aus der Hand, check gar nichts, was gemacht wird und so. Wenn ich denn das erste Mal selber bin, dann weiß ich nicht, wie das abläuft, Mann. Und dann kriege ich Panik. Ja, was jetzt Panik? Aber irgendwie geht es dann trotzdem immer. Schön essen werden wir natürlich auch, ganz entspannt essen. Kommt alles mit Rin, ich denke mir was Schönes aus. Können die so eine Koffer nicht mal für große Menschen machen, ja? Deiner ist schon wieder viel länger. Ja, ich muss mich immer wie so ein Knecht runterbeugen. Oha, hoffentlich ist das nicht unsere Schlange, Ahmed. Könnte das sein? Egal, ich schalte jetzt wieder Kopf aus, die lass Ahmed machen. Drauf geschissen. Also alles auf easy. Ich sag eben zu ihm, weil wir haben gerade den Koffer abgegeben. Oh, ich habe gerade voll Panik, wo mein Koffer ist. Ich schwör's euch. Oh Mann, ich bin so verplant. Leider hat er jetzt jemand vor sich. Aber ihr glaubt nicht, wie schnell der Typ gehen kann, Mann. Ich werde ihn jedes Mal jetzt dissen, wenn der langsam geht, wenn wir zum Dreh gehen. Der ist gelaufen, ey. Usain Bolt. Hat dich das gereizt, Ahmed, hier beim Shopping-Dings? Ich sag's dir, beiseite, brauchen wir alles nicht. Wo wir auch beim Thema Essen sind, Leute. Es gibt nichts Ekligeres als diese eingeschweißten Brötchen und die ganze Scheiße. Echt, da kannst du mich mit jagen. Wir haben verschlafen, wir haben Flug verpasst. Ach, ich weiß, du lügst, ich sehe das an deinem Gesicht. Du Spinner, ja. Oha, jetzt geht's los hier. Er drückt mir die ganze Zeit seine Plauze in den Rücken. Aber fühlt sich gut an, Bruder. Eins habe ich gar nicht erzählt, ne? Freshki lässt sich Sackhaare implantieren. gib mir mein Herz zurück. Brauche deine Liebe nicht. Du musst aufpassen, dass das Video nicht gesperrt wird, weil der Algorithmus den Sound erkennt. So, auf entspannt Internet geholt. 70 Euro habe ich gezahlt, Achi, ne? Für 60 Gigabyte, ja, weil ich will Livestream machen und so. Wisst ihr, hier bei Twitch, da brauche ich das. Jetzt gucken wir mal, wo die Jungs sind. Nein, ich muss nur kurz auf YouTube gucken, einmal rein. Was geht wieder? Alles gut bei dir? Ja, alles gut, Fabi? Was geht, Rudi? Seid ihr gut angekommen, ja? Ja, das Flug war Horror, Alter. War Horror? Wieso Horror? Weil du wenig Platz hattest? Nee, wir haben Notausgangplatz genommen, so schlau waren wir. Aber der Sitz ging auf Steißbein. Fabi kann Steißbeinmassage gut, wirklich. Weißt du, warum ich ihn mitgenommen habe? Der Mann von Elitär hat uns abgeholt. Guck mal, wie Bilal vorbereitet ist, Alter. Du hast wegen Essen und so richtig viele Tipps vom einheimischen Kollegen, ne? Ja. Richtig laden, der Geschichte dazu, ne? Man muss ja planen. Vorbereiten. Also, es wird auch geil gefressen, Leute. Macht euch auch was gefasst. Dunkel, ich suche. Sind wir bei der Klinik. Direkt hier abgeliefert vom Flughafen. Ah, das Hotel. Schön. Okay, wir sind doch hier in der Klinik. Bilal, was redest du? Das Wichtigste war erstmal Geruchsprobe. Das letzte Mal, als ich im Hotel war, musste ich das Hotel umbuchen, weil irgendjemand so die Bude zugequarzt hat. Aber hier ist alles gut. Jetzt geht's gleich auf Fresstour. Guckt euch mal an hier. Ist über Rot gefahren, ne? Leute, echt hier. Bist du Ordnungsamt? Ich bin das Ordnungsamt. So,
Wir werden jetzt als erstes zu Ali Usta gehen, Chi-Köfte essen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Scheiße gelabert. Wir werden Chi-Köfte essen und dann geht's so langsam rein, ganz geschmeidig. Ich weiß heute selber nicht, was auf uns zukommt. Ich lasse mich ein bisschen inspirieren, guck auch, was die anderen Jungs testen und dann wird richtig fein gesnackt jetzt. Also, ob wir den noch testen, Leute, weiß ich nicht. Aber wir kommen natürlich genau, wo er zu hat. Wir werden jetzt den Plan umschwenken. Ihr werdet gleich sehen, wo wir am Start sind. Aber das wird heute nichts zumindest. Ja. Für den prächtigen Einstieg werden wir jetzt erst einmal irgendwas Fischmäßiges essen. Eventuell, wo ich Bock drauf hätte, auch Balik Ekmek oder so und den Vergleich. Weil habe ich letztens in kleinen Istanbul in Mannheim gegessen und gucken, ist hier geiler, ist hier nicht so geil. Gucken wir mal. Hier ist der Kollege. Wenn ich es einmal testen. Nur zum Snack, weil wir gerade warten. Also ich sage euch direkt, ja, das schmeckt überhaupt nicht gut. Nein. Mannheim viel, viel besser, so ohne Scheiß. Mannheim hat komplett zerstört. Das Brot in Mannheim war so fluffig, das war zwar dick, aber du hast das Brot nicht gemerkt. Das ist wesentlich schlechter. Da brauche ich jetzt gar nicht groß um heißen Brei rumreden. Probier du mal, Ahmed. Ich merke schon, das Brot ist wirklich. Aber gucken wir mal. Balik Ekmek. Ist nix. Wenn du jetzt sagst, es ist Welt, dann würde mich sehr viel wundern. Geht nicht, ne? Der Fisch ist auch nicht lecker, sag ich dir. Nee, also überhaupt nicht geil. Das ist ein Touristending, die Leute kaufen es und kommen eh nie wieder. Ja, Robert, wir werden aber nicht abgezogen hier, oder? Nein, das ist nix. 60 türkische Lira, ja. Danke, Abi. Einfach snacken, ne, Robert? So. Oh ja, Bilal weiß, wie es läuft. Guck mal, hier kommt das Schafe noch. Seht ihr die kleinen Stückchen noch drin? Das sieht giftig aus, Leute. Das sieht giftig aus. Erstmal so einmal probieren. Ich würde einfach mal sagen, so zum Hinstellen, einfach wegsnacken, das ist optimal erstmal. Es schmeckt null fischig so, ne? Durch diese Panade und ja, das Frittieren hat das so einen typischen Fastfood-Charakter. Bockt einfach. Ich hoffe, das killt mich jetzt nicht wieder, Mann. Ruhe zu üben muss. Ja. Oder kannst auch daneben legen, so und danach. Ja, gut. Ja, ne? Ist das zu scharf, aber egal. Das ist safe, schöne Kombi, Leute. Mit der Zwiebelschärfe geht echt gut durch. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es das Beste ist, was man hier essen kann. Oder ob es dafür bessere Spots gibt. Es ist gut, aber es hat jetzt irgendwie dieser Special-Kick fehlt, finde ich, ne, Leute? Weil wir jetzt so einen Hunger haben. Ich glaube, wenn wir jetzt satt wären, wäre es okay. Also eins, was man unbedingt machen muss, ne? Das ist wirklich Welt. Da muss ich diese Hamsi nehmen, eins lang. Dann muss man wirklich Chiliöl. Da darf man auch nicht zu doll geizen. Denn die Zitrone und das hat wirklich Weltcharakter. Ich würde jetzt mal einfach sagen, da kannst du nicht viel falsch machen. Die Sardellen haben jetzt nicht so viel Eigencharakter. Die Panade gibt das, was Geschmack gibt. Und diese Zitrone mit dem Chiliöl, dieser Charakter auf dem Gaumen, mega. Das Chiliöl macht es. Nochmal reindippen sogar, muss. Das Weltcharakter. Das schmeckt wirklich geil. Brauch nicht den Daumen umknallen lassen. Das Video muss viral losgehen. Und das Kommentar da zu allem, auch natürlich HOP und so weiter, interessiert mich brennend, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Fragen habt und so, alles drin. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spot. Aber ich schwör's euch, das ist gefühlt hier ein Standarddöner in wahrscheinlich Istanbul. Aber ich wette, der ist besser als jeder bei uns. Lass mal einen nur holen, raus und teilen. Wer soll in drei Teile machen? Nur snacken. Oh, guckt euch an. Einfach ein random Ding jetzt, wisst ihr? Wir lassen die Bombe platzen, was du wirklich machst hier nach. Lass das Promo. Bilal macht sich die Titten. Er macht Titten. Ich mach BBL. Und Arsch. Brazilian Buttlift. Buttlift. Can you get Egg Mac, 150 Gramm? Yes, this one. Wonderful. Thank you, sir. Perfekt. Guck, kommt noch mal hier rein jetzt in den Ofen. Perfekt. Saure Gurke hat er auch noch reingemacht, ja? Ich probiere einmal so Fleisch. Find mal rein, die beobachten uns gerade, wie wir gucken. Und stallig, ja? Das ist sehr stallig. Also ich denke mal so für den einheimischen Gaumen ist es eventuell. Das. Ja. Du sagst ja sogar bei McDonalds gibt es oder Burger King gibt es den Mac-Köfte und der schmeckt nach Schaf. Yummy, lecker. Ja, lass mal fresh gehen einmal. Ja, schon stallig. Doch. Ihr müsst euch vertrauen. Guck mal, ihr seid ein Team. Er sagt, es ist nicht stallig. Dann musst du jetzt probieren. Wenn er sagt, es ist nicht stallig, Geschmackspfand, dann braucht ihr ihn nicht mehr gucken. Dann löscht Big Papa. Boah, so fettig, Alter. Ja, komm, nimm einfach. Oh. Das ist vielleicht mal gut. Ja, schon. Du hast ihn kaputt gemacht, Freshkey. Also kurz gesagt, Leute, Bock nicht, wirklich. Muss man einfach mal sagen, so.
zwei Spots mitten in Istanbul und beide haben nicht krass abgeliefert. Nee, ich habe noch mega Hunger, weil ich fast nichts gegessen habe. Aber der erste, wie gesagt, der ging. 8 zur OP, ich werde jetzt abgeholt um 9 Uhr, dann geht's ran. Voruntersuchung und dann werde ich operiert. Die Stirn werden nochmal ausgemerzt. Ich bin vor allem gespannt, was alles noch gemacht werden muss. Hinten auf jeden Fall, aber vielleicht auch vorne. Oh, falsche Schuhe. Das sind meine Stinkschuhe, das sind meine... Darf nicht das Personal extrem mit Fußgestank voll stinken Schuhe. Ja, vielleicht muss nämlich auch vorne noch gemacht werden. Das kann man erst richtig erkennen, wenn da die Profis bei waren. Lasst euch überraschen, wie viel Haarwurzel mir jetzt eingepflanzt werden. Mal schauen. Wir sehen uns gleich, ja, im Krankenhaus. Eins auch noch für die, die sich fragen, oh, was ist, wenn irgendwas sein sollte mit den Haaren? Passt euch nicht so, wie ihr möchtet. Ihr habt 30 Jahre Garantie auf die Haare, ne? Die ihr euch einpflanzen lasst. Natürlich nicht auf eure eigenen, die ausfallen. Aber auf die, die ihr euch einpflanzen lasst, habt ihr 30 Jahre Garantie. Hallo, Dr. Balbi. Morgen. Guten Morgen, hallo. Hi. Ja, gerne. Alles super gelaufen, ja. Wie schön, wie ich meine, Sie haben nichts gegessen, nichts getrunken? Gar nichts. Was stört Ihnen am meisten? Was erwarten Sie von dieser Sitzung? Also es ist halt so, ich habe mich damals auch dafür entschieden, einfach weil ich schon finde, dass ich deutlich älter aussah. Es war dann nicht mehr so, dass ich lange Haare tragen konnte, habe deshalb eine Glatze gemacht, also habe es abrasiert. Und ja, ich bin jetzt halt sowieso nicht damit gesegnet, dass ich, sage ich mal, 5 Jahre jünger aussehe oder 10 Jahre jünger aussehe, sondern ja, mit Haaren hält sich das so die Waage, aber ohne sah ich dann schon deutlich älter aus. Einfach die Attraktivität ist besser, finde ich, mit Haaren. Und das hat mich jetzt auch gestört, dieses nach vorne beugen. Man wird darauf angesprochen und wenn man es machen kann, heutzutage hat man die Möglichkeit, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich es jetzt dann noch mal ganz haben möchte. Für Sie die Priorität vorderster Bereich oder Tonsurbereich? Tonsurbereich. Wenn jetzt gesagt wird, okay, wir machen noch ein bisschen, damit wir ein perfektes Ergebnis haben, mache ich es auch, aber Fokus auf Tonsur. Okay. Ja. Okay. Im Tonsurbereich gibt es leider ein anatomisches Problem. Dort ist die Blutdurchläufung nicht zustimmend, die Vorderung mit dem Bereich. In diesem Fall können die Ergebnisse in dem Bereich nicht zudicht sein wie die Vorderung mit dem Bereich. Ja. Aber dafür machen wir für Sie eine Therapiebehandlung, wenn die Blutdurchläufung zurückstimmt. Ja. Sieht gut aus. Dort muss man kein Haar rein. Nee, dann ist es auch, dann lassen wir so. In der Seite haben wir ein bisschen noch Haarausfall. Ja. Dort können wir vielleicht 50 Hertz noch hinzufügen. Okay. Haben Sie das Handy dabei? Das habe ich dabei, ja. Gerne. This area, the crown. And this is the middle area. Okay. Perfekt. Ja, Leute, das geht gleich los. Alles wurde eingezeichnet jetzt, wo die Haare transplantiert werden. Mein Spenderbereich ist gut und vorne muss ich keine Haare mehr einpflanzen lassen. Also wirklich nur hinten und in der Mitte. Für mich ist aber wichtig, dass es von oben gut aussieht. Und dann das andere schaue ich danach. Was auch gemacht wird, es können Haare vom Bart unten entnommen werden. Ich habe vorher nicht richtig drüber nachgedacht, das ist natürlich für mich ganz geil, weil da rasiere ich sowieso immer weg. Jemand, der immer hier Bart wachsen lässt, dann geht das natürlich nicht, aber ich rasiere sowieso immer weg, deshalb lasse ich das hier jetzt entnehmen und ja. Jetzt kommt der nasse Burger, Leute, der muss getestet werden. Den hab ich in Berlin. Egal, hier ist was anderes, Berlin ist nicht Istanbul, Bulla. Ich finde es an sich ganz geil. Würzigkeit, Tomatensauce, Bock. Also erster Moment aus, hat sehr gebockt. Aber dann kam direkt dieser Steigeschmack. Und das ist ehrlich mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Also zu stallig. Aber so diese Tomate, so von außen, war echt ganz geil, mal was Neues. Auch leichte Süße, hat Ahmed nochmal gesagt. Aber insgesamt mit dem Stall, das killt mich wieder. Tomatig, stallig, nichts für mich. Ganz nebenbei hier der berühmte Bazar. Wie heißt der Bazar nochmal, Bilal? Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı.
Eggetürk ist ein bisschen intensiver. Hier ist eher weicher und auch von der Konsistenz voll weich, aber ich finde es zehnmal geiler. Also für mich schmeckt die echter. Ganz geschmeidig, also wirklich ganz anders als das Sushi, wie man kennt. Gibt mir richtig so dieses Fleischer-Feeling, wisst ihr? Es ist eine wilde Tour heute, es ist eine wilde Tour. Schlagabtausch, Klinik wieder zurück, Klinik zurück. Ich habe hier von Ahmed noch mal eben gerichtet. Der hat was richtig Geiles, Hummus mit halt Lammfleisch aus dem Tontopf. Und Ahmed sagt schon mal, es ist Endgegner. Das ist heftig. Ja, Hummus ist so intensiv, du merkst das Fleisch eigentlich gar nicht richtig. So intensiv, ich nenne es mal kichererbsig, ne? Ja. Könnt euch das andere Video von Burak auch gerne bei mir. Richtig harter Schlagabtausch, ne? Geile Spots am Start. Wir sehen uns jetzt, denke ich, beim letzten Spot. Viel Spaß beim Rest vom Video. Willkommen zum letzten Spot unseres Videos. Wir werden Tantuni essen. Tantuni hat für mich Geschichte, weil ich immer wieder von Tantuni höre und oh, war das geil und hier und da. Aber ich habe für mich noch nie so ein Tantuni, was mich komplett abgeholt, gegessen. Und jetzt hoffe ich, dass mich das hier abholt, im Vergleich vor allem zu Deutschland. Oder ich muss dann nochmal die Erkenntnis treffen, Tantuni ist einfach nicht meins. Lass uns drin gehen. So, hier zum wunderbaren Tantuni, Leute, letzte Station. Ganz original, in der Mitte noch durchgeknickt, so wie man es kennt, sagt Ahmed. Und jetzt hoffe ich, habe ich mein erstes wirklich gutes Tantuni in meinem Leben. Das ist das, was gefehlt hat. Das Brot ist von außen nicht so dick. Ich habe auch beim Brot außen Pech gehabt, dass es zu dick war. Es einfach viel zu viel vom Geschmack eingenommen hat. Hier ist das Brot schön dünn. Du merkst schön die Kräuter. Und Zitrone muss echt hier. Ich denke mal, so ein kleiner Biss hiervon wird auch noch gut tun. So muss man es machen, ne? Normalerweise packst du dir die Frau noch so noch hinterher. Und hier noch mal ab. Also quasi alles einmal mitnehmen. Alles einmal mitnehmen? Okay, ich mach's mal so, wie Ahmed sagt. Man muss auch dazu sagen, das ist ein Gericht, wo man anscheinend wirklich wissen muss, wie man es isst. Und ich kann mich nicht an meine letzten Videos erinnern oder an die Male, wo ich so gegessen habe. Ich habe, glaube ich, einfach mal so abgebissen. Für mich ist es, ohne alles andere, ein normales Gericht. Vernünftig. Aber mit Zitrone, so ein Biss von einer Pepperoni. Unter Umständen, wenn man Bock hat, noch die Frische hiervon. Geil. Da hat einfach so viel Geschmäcker gleichzeitig im Mund. Zitrone passt perfekt zum Fleisch. Die leichte Kräuternote, dann die schön giftige durch die Pepperoni. Geil, geil, geil. Richtig gutes Ding, wenn man weiß, wie man es isst. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. Prost, Leute. Vorher irgendwelche allgemeine Operationen außer der Haartransplantation? 15 Jahre eine Knie-OP mal, wegen Meniskus, eine Vergrößerung. Insgesamt 3000 bis 3500 Haarwurzeln werden entnommen. 3 bis 3500 Haarwurzeln werden wir entnommen. Bei meiner letzten OP waren es, glaube ich, 4700 oder 4500, so in dem Bereich. Das heißt, die OP wird etwas kürzer. Desto mehr Grafts, desto länger dauert es dann halt. Ja. Und anderer Unterschied halt, wie gesagt, dass wir von meinem Bart was entnehmen. Man kann es, glaube ich, gleich starten. Haare werden komplett abrasiert natürlich noch. Ne? Also ihr seht den alten Holle wieder, wie ihr ihn damals kennt. Viele kennen ihn gar nicht mehr, aber damals habe ich ja immer kurze Haare getragen. So, danke dir, Dr. Marie. Nice to meet you too. Hast du dich selber noch gefilmt, wie du den hier machst? Ja. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin jetzt froh. Also ich finde es geil, dass ich vorne keinen mehr brauche, weil vorne fand ich immer top, meine Haare. Ja. Hinten ist halt ausgefallen. Das beruhigt mich halt, dass halt eine Fläche weniger, die irgendwie heilen muss zum Schluss, ne? Muss man einfach so sagen. Das ist schon meine zweite OP bei Elitär. Du kannst bei einer OP natürlich nur eine gewisse Anzahl an Haarwurzeln einpflanzen. Bei mir sind inzwischen sämtliche eigene Haare ausgefallen. Das heißt, die Haarwurzeln aus der ersten OP haben nicht mehr ausgelangt. Und deshalb müssen wir noch mit einer zweiten OP nachbessern. Das ist echt wieder der alte Holle. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr von der Frisur haltet. Auf stumpf danach nur noch die Frisur tragen. Es ist echt so ungewohnt, mich jetzt wieder zu sehen, aber ich feiere das, sage ich euch ehrlich. Mit kurzen Haaren und aber man sieht, dass ich Haare habe. Vorher war halt immer komplett Glatze so auf, keine Ahnung, was für ein Style. Vielleicht irgendwann mache ich nochmal diese Frisur. Irgendwie schockt das. Aber ja, ich mache das ja unter anderem auch einfach, weil ich fand, dass ich wesentlich jünger aussehe mit Haaren. Und ja, ich wollte so ein bisschen die jugendliche Freshness haben, die mir Mutter Natur leider nicht geschenkt hat. So, jetzt geht's direkt zur OP und ein paar Aufnahmen werde ich euch von da vielleicht auch noch schenken. Ich habe hier
sind ja Azubine am Start. Ich konnte sie überzeugen vom Vlog. Also sie wird jetzt anfangen auch mit Vlog. Ja. Ich habe gesagt, wenn sie reich wird, dann weiß sie, wen sie... Ich verspreche es hoch und heilig. Ja, dann kriege ich mindestens, sagen wir, 20%, also Manager-Abschlag. Ja, okay. Okay, geil. Ich hätte vor. Dass du dich inspiriert hast. Ja, ich mache dich groß. Also es geht jetzt los, der Kollege führt mir nur auf Toilette, dann werde ich noch einmal kurz Blase entleeren und dann geht's zur OP direkt. Dann seht ihr noch ein, zwei Aufnahmen nur von der OP. Was macht die gute, werte Dame, meine Azubine? Die schon eine Abmahnung. Eine Abmahnung hat sie bekommen, du hast echt einmal ausgemacht. Ich verzeihe sowas ungern, aber einmal ist noch. Also Toilette und dann geht's los. Wir gucken hier nochmal Tasten ab, weil ich ja unten vom Bad was daneben lasse. Und jetzt wird nochmal geguckt, wo schmerzempfindlich ist für den Eingriff, also für die Haarwurzelentnahme gleich. Und ja, wir haben hinten vom Kopf haben wir fertig und jetzt sind wir hier. Und ich sage euch eins, das werde ich nachher nochmal genauer darauf eingehen. Diese Deep Sleep, das war der Flash meines Lebens. Das war, also ich glaube, wenn du irgendwas nimmst, so wie sämtliche Substanzen, die ich jetzt piepen müsste, wenn ich sie aufzähle, die sich irgendwelche Leute reinhauen, ich glaube, das ist nichts dagegen. Das war einfach Welt. So Leute, wundert euch nicht. Ich bin ein bisschen hier unten gelähmt. Ich kann nicht ganz so perfekt reden wie sonst, weil die hier halt natürlich betäubt haben. Und das ist ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, wie beim Zahnarzt, ein bisschen betäubt. Die haben alle meine Haarwurzeln rausgenommen. Hier sind jetzt meine Haarwurzeln. Die kommen bei mir dann rein. Es wird erstmal gegessen. Ich hoffe, die beleidigen meinen Gaumen hier jetzt nicht. Klar, 8 von 10 die Banane. Bisschen zu salzig. Das ganze Elitär-Team ist ganz offiziell, wenn ihr das seht. Wir können den Essensplan ja komplett überarbeiten. Ich stehe euch da zur Seite. Finde ich günstig, was das angeht. Da muss echt an den europäischen Gaumen ein bisschen gedacht werden. Ich glaube, ich habe in meiner Glatze wieder eine Charakterwandlung. Ich habe so eine Theorie schon mal gehört in der Psychologie. Auf einmal sage ich wieder mein Gedicht. Das habe ich früher immer gesagt. Seitdem ich YouTube mache, sage ich das wenig bis selten. Das muss wieder rein. So Leute, wir sind jetzt beim Einpflanzen der Haarwurzeln. Meine untere Kiefer ist immer noch ein bisschen gelähmt. Deshalb nicht wundern, falls meine Mimik jetzt ein bisschen anders ist. Ja, meine Assistentin ist immer noch an der Cam. 3500 Wurzeln, wenn das die sie reinsetzen. Absolut easy, der ganze Prozess. Kein Schmerz, gar nichts gespürt. Alles einfach entspannt. Also für mich absolut geile Sache. Das Geile ist, Leute, während der OP, kann am Handy rumdaddeln, ich kann alles machen. Wenn ich wollte, konnte ich jetzt einen Film gucken, aber ich habe mir keinen runtergeladen. Aber es ist einfach easy. Ich habe jetzt noch eine PRP-Behandlung und mein Eigenblut injiziert, was dann die Heilung anregen wird. Durch die Durchblutung weg ist der Wachstum dann verbessert und wird angeregt. Sexy Man mit kurzen Haaren, ja. So, wir sind durch mit der OP. Für mich geht's zurück ins Hotel. Es wird, denke ich, jetzt noch was zu essen geben, auf jeden Fall. Und ich werde euch auch so ein paar Tage nach OP mitnehmen, wie das da aussieht, Heilungsprozess und so weiter. Vielleicht nochmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem Essen. Und genau, für mich geht's ins Hotel. Ich sammle mich erstmal und dann kriegt ihr weitere Infos hier nach. Wie ihr seht, was echt entspannt ist. Man kommt aus OP raus und ist wieder wie neu. Könnte jetzt kein Marathon laufen oder sowas hier. Aber an sich ist völlig entspannt. Kann relaxen und den Abend ausklingen lassen. Und eins muss ich auch nochmal betonen, weil ich von voll vielen auch privat höre, boah, tut weh und sonst was. Wer Schmerzen bei der OP hatte, der war entweder bei falschen Anbietern oder, wenn es bei Elitär war, vor dieser Deep Sleep Methode. Wie gesagt, da am Anfang, die Betäubung damals hat wehgetan, ja. Hielt sich aber an Grenzen, meiner Meinung nach. Aber jetzt fällt das auch weg. Keine Schmerzen. Also ich muss euch jetzt direkt die Erfahrung nochmal mitteilen. Diese Deep Sleep Sache. Das war das Heftigste, was ich je im Leben gespielt habe. Ganz kranken Glücksgefühle. Und ich habe mich gefühlt, ich war hier mit einem Kollegen im Auto, der hat das genauso bestätigt. Wer den Film Interstellar kennt, müsst ihr mal gucken. Ich habe mich gefühlt, als gehe ich durch Dimensionen durch. Das war wie eine spirituelle Reise. Ich bin Probleme angegangen, ich habe vieles bearbeitet. Als wäre ich aus meinem Körper raus, so ein bisschen, keine Ahnung, wie eine Nahtoderfahrung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähnliches. Als wäre ich aus meinem Körper raus, sowas wie, wer ich bin. Ein Bewusstsein für ich selber. Ich gab es gar nicht. War einfach irgendwo im leeren Raum. Das erste, was ich gesehen habe, und das war krank, Leute, das war ganz krank, war mein Sohn und meine Freundin und da war ich so glücklich. Ich habe noch gar kein Verständnis gehabt, wer ich bin. Ich habe einfach nur die beiden gesehen und wusste, das ist das, was ich will, so wisst ihr. Und da habe ich trinken gelassen, Mann. Da kommt jetzt auch wieder Pipi in die Augen. Das war heftig, Mann. Das war absolut krank, wirklich. Im Hotelzimmer, ich wollte euch einfach eine Sache noch so von mir sagen. Also ich habe es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Bei einer Sache könnt ihr mir vertrauen. Es ist nicht das, was man sich darunter vorstellt hinsichtlich Aufwand. Das ist eine Riesennummer. Es ist keine Riesennummer. Jeder muss für sich selber entscheiden. Leidet er darunter? Wünscht er sich mehr Selbstbewusstsein? Oder ist ihm das sowieso egal? Das muss jeder für sich wissen. Aber man kann weg von diesen Gedanken, dass es eine Riesennummer ist.
Willkommen zurück zu Hause. 11 Tage ist die OP her. Und wir werden jetzt oben sozusagen das letzte Mal den Kopf reinigen. Und dann möchte ich euch nach 11 Tagen das Ergebnis zeigen. Und ich denke, es werden alle überrascht sein. Wir gehen jetzt erstmal runter und machen das Ganze. Man kriegt halt so ein Set mit Waschlotion und so. Man wäscht halt jeden Tag einmal den Kopf quasi. Und heute ist der letzte Tag, wo ich das mache. Man kriegt eine App mit. Da steht alles punktgetreu drin. Man wird also an die Hand genommen. Man kann nichts falsch machen. Selbst bei OP und so. OP-Tag und Abfahrtzeit und. Das steht alles da drin. Also es kommt komplett easy. So, jetzt gehen wir zur Kopfwäsche. So, jetzt sieht das vielleicht noch ein bisschen blöd aus, aber wartet mal gleich ab. Nach 11 Tagen das Ergebnis quasi. Ich möchte euch auch noch nach 12 Tagen einblenden. Rechnet jetzt nicht damit, natürlich habe ich jetzt keine Afromatte da oben hängen. Was ich euch einfach damit sagen möchte und warum ich euch das Ganze wirklich ans Herz legen kann und warum ich da zu 100% hinterstehe und jedem, der wirklich Haarprobleme hat, ein bisschen die Angst nehmen möchte, guckt euch das nach 11 Tagen an, nach einer OP. Man sieht eigentlich gar nichts mehr, doch dazu mit diesen neuen Methoden. Du hast keinen Schmerz, du hast gar nichts. Und wenn man sich einfach mal die Sachlage anguckt, du bist 30, 40, hast keine Haare mehr. Ich habe Bilder gesehen von Leuten vorher, nachher. Das ist so fies. Für Leute, die das nicht haben, dieses Problem, die können sich das vielleicht nicht ganz vorstellen, aber dir wird so viel Jugend genommen. Und du kannst mit einer leichten Sache das Ganze hier quasi aus der Welt schaffen. Im Gegensatz zu anderen OPs, Schönheitstechniken, die sehr aufwendig und teilweise schmerzhaft sind, ist es nichts, ist es gar nichts. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein ganz klein bisschen Zeit. Vergesst nicht, dass es Werbevideo ist, deshalb muss ich euch Folgendes auch noch ans Herz legen. Ihr kriegt 1000 Euro Rabatt mit meinem Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze jetzt im Sommer machen lasst. Ihr habt dazu dann noch einen Krankenpreis. Wenn ihr es machen wollt, dann macht es jetzt. Und ich kann euch das von Herzen sagen, wirklich, und ich würde euch das niemals einfach leichtfertig sagen. Und Leute, die meine Videos kennen, wissen, egal ob Werbung oder nicht, so einen Spruch bringe ich nicht in jeder Werbung. Kannst du von Herzen sagen, das ist eine easy, geile, unkomplizierte Sache. 1000 Euro Rabatt, dann kriegt ihr noch so ein Set. Für 240 Euro kriegt ihr in dieser Aktion auch noch. Gratis dazu. Nachweislich fördert das die Haardichte, dementsprechend ein verbessertes, voluminöses Haarbild. Das kriegt ihr alles on top. Link ist in der Videobeschreibung. Meldet euch da bei dem Link. Ihr kriegt dann einen Partner an die Seite, der sagt euch, was es kostet, was auf euch zukommt und. Ihr kriegt wirklich alles. Ich glaube sogar 24/7 Support. Ich habe da mit den Leuten geschnackt. Ihr erreicht immer jemanden. Das ist top. Das ist geil. Dann danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video in alter Frische. Lasst gerne auch den Daumen oben knallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.